Wir leben hier oben am Rande eines Naturschutzgebietes über dem Bonner Tal. Ein unglaublich schöner Platz. Und es ist für eine Kunst, die sich mit dem Lebendigen beschäftigt, per se, das tut die Eurythmie, ist es unglaublich inspirierend. Also erstmal kann ich sagen, dass ich selber in der Waldorfschule nicht so begeistert war vom Eurythmieunterricht. Ich glaube, das geht vielen Kindern und Jugendlichen so in einer bestimmten Phase. Und ein großer Unterschied sehe ich dann hier in dem Studium, dass es wirklich sehr frei ist. Also es ist für mich ein künstlerisches Studium. Das ist für uns nicht ein Kriterium, zu sagen, nur wenn du weißt, wo du hin willst, nehmen wir dich. Das darf sich gerne in diesen 4 Jahren auch entscheiden und finden. Die Musik ist wichtig, das ist auch ein Bestandteil der Aufnahmeprüfung, dass man musikalisch was zeigt, singt oder spielt. Das Studium ist eigentlich in Trimestern aufgebaut und immer zum Ende eines Trimesters gibt es eine Aufführung. Die Eurythmie hat den Vorteil, dass sie sehr niederschwellig ist zum Einsteigen. Wenn ich also mit kleinen Kindern arbeite, die keine Tanzerfahrung haben, kann ich in eine Geschichte hineingehen und wir erleben sozusagen die Geschichte in Bewegung. Bewegung ist universell, hast du überall. Im Denken, über das Denken, in die Sprache, in die Artikulation. Also man kann sehr genau schauen, wie steht ein Mensch da, wie sagt er etwas. Und das interessiert uns in der Eurythmie auch. Nicht nur, was ist das Offensichtliche, was gesagt wird, sondern was liegt meistens dahinter, zwischen den Zeilen, hinter der Sprache. Da wird das interessant. Der Eurythmie-Unterricht ist sehr viel anstrengender, als ich vorher gedacht hätte. Unser Zeitplan ist wirklich straff. Ich finde, dass es mehr in Richtung eine schulische Ausbildung geht, weil wir wirklich einen Pflichtunterricht von 8 bis 17:15 Uhr haben. Insofern ist das Eurythmie-Studium auch die Chance, fit zu werden. Man kann fit werden, auf jeden Fall. Man wird fit.